Willkommen zu Musik und Geschichten. Seit rund 12 Jahren ist der Jonas Gross mit den Panflöten unterwegs. Wir haben ihn heute im Interview mit seinem Musikvideo «Symphonie». Doch einmal alles von Anfang. Wie kommt Jonas Gross eigentlich zur Panflöte? Ursprünglich war es bei mir so, dass ich in Italien Ferien gemacht habe und dort eben so ähnlich wie ein Leo Rojas halt einen Peruaner gesehen habe, Panflöte spielen. Da bin ich etwa 60 gewesen. Und das hat mich einfach so fasziniert, das Instrument. Das ist so ein echtes Instrument. Das hat so eine Magie, das irgendwie in sich trägt. Und ich bin anscheinend dort nicht mehr von dem Stand wegzukriegen, haben mir meine Eltern gesagt. Und seitdem ist es für mich eigentlich wie so klar gewesen, das möchte ich mal lernen, das möchte ich mal können, das möchte ich mal spielen. Und das ist meine Passion seitdem eigentlich, ja. Wenn man so aufs Musikvideo anschaut, sieht man, dass so recht schnelle Bewegungen auf dieser Panflöte stattfinden. Da fragt man sich natürlich, wenn man anfängt zu lernen, wird man da nicht ein bisschen wund um die Lippen? Man sollte ja nicht zu fest pressen, sonst eben passiert es mit den Wunderlippen. Ist mir auch schon passiert, also speziell wenn ich Rocksongs oder ein bisschen für Russen spiele, wenn es noch heiß ist, man am Schwitzen ist, dann kann das schnell mal aufschöfen. Aber man sollte nicht zu fest auf die Lippen pressen. Und zum Üben selber, meine Lehrerin hat mir damals gesagt, wenn ich im Frühling anfange, kann ich im Dezember schon die ersten Weihnachtslieder mitspielen. Also es ist schon ein Instrument, wo man schnell kann. Und dann geht es halt wirklich ums Perfektionieren. Also es gibt dann die, die eben die klassische Route gehen, die dann mehr technisch sich vertiefen und schnell möchten spielen. Sehr rumänische Folklore zum Beispiel ist sehr, sehr schnell, ist sehr kurze Töne, ganz spitzige Lippen, die man muss spielen. Und ich bin zum Beispiel einer, der immer mehr so in Richtung Musical, Filmmusik, ein bisschen in die Richtung gegangen ist, eben auch Pop-Rock. Und das sind vor allem die grossen, langen Töne und bei mir war es halt viel mehr Atemübungen gewesen und das Gefühl, die Emotion. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was man so fest kann üben kann, sondern das muss man einfach irgendwie sich aneignen oder schon haben, besser gesagt. Jedes Musikvideo verkörpert etwas vom Jonas Gross. Also was man eigentlich bei meinen Musikvideos immer kann sagen, ist, dass sie etwas mit mir gemeinsam haben. Das Take on Me spielt ja in einer Bibliothek. Und das ist mein alter Arbeitsort. Und jetzt Symphonie, das spielt in einem Zirkus. Das ist in einem Zirkuszelt als Kulisse. Und mein Bruder hat, wo er auch jünger noch war, so 14, 15, hat in dem Jugendzirkus Biber geheissen, sein Neuni. Ist er nicht nur Trainer gewesen, sondern auch hat er mitgemacht. Für mich ist das auch immer Kindheit gewesen. Also dort hinter der Kulisse schauen, wie da die Leute geschminkt werden und wie da die Kinder am Jonglieren sind und am Vorbereiten sind. Und darum habe ich einfach gefunden, hey, es wäre noch eine spannende Kulisse, der Zirkus. Und wenn man schon so etwas gerade vor der Hütte hat, dann muss man da die Chancen ergreifen. Und so ist es eigentlich entstanden, ja. Symphonie war von meinem letzten Album gewesen, von Spreeathen. Also das ist eigentlich ein EP, wenn man so will, ein kleines Album. Das gibt es physisch eigentlich auf meiner Webseite zu kaufen, aber man kann es auch streamen. Und Spreeathen ist eher so in Richtung eben Schlagermusik. Es hat ganz viele schöne Schlager-Songs drauf und eben auch eine Mischung mit dem deutschen Pop, den ich eben jetzt in Symphonie zum Beispiel hatte. Nebst Covers hat er natürlich auch noch eigene Songs, die er auf der Panflöte spielt. Der Jonas Gross ist vielfältig. Aber gibt es auch etwas, das er nicht auf der Panflöte spielen kann? Rap und Hip-Hop. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu zackig. Aber sonst, also ich habe wirklich auch schon Rockmusik, Metal, alles drauf gespielt. Das ist schon möglich. Aber wirklich halt alles, was zu zackig ist, Sprechgesang und all das, ist natürlich recht schwierig auf Panflöte. Es muss schlussendlich, egal in welchem Genre, es muss eine Melodie haben. Und wenn es eine Melodie hat, dann kann man es auch spielen. Wir wünschen dem Jonas Gross alles Gute. Das war es von Musik und Geschichte. Bis zum nächsten Mal.